Am Stadtrand von Wien befindet sich die Hohe Wandwiese, wo man Skifahren kann. Da fand heute ein Promirennen statt, die für einen guten Zweck um die Wette gefahren sind. Ja, während wir alle da den Hang runterwedeln können bei perfekten Pistenverhältnissen, darf man nicht vergessen, dass es Kinder gibt, vor allem, und Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, vor allem Kinder, muskelkranke Kinder, und für die sammeln wir heute viel, viel Geld, dass denen hoffentlich ein bisschen besser geht und ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird, während wir Spaß haben. Zwar geht es darum, um muskelkranke Kinder zu helfen, die es nicht so leicht haben, und das machen wir mit viel Spaß und Freude, und deswegen kommt auch so viel Geld zusammen und wir können so viel helfen. Ich bin ganz erstaunt, in welchem super Zustand die Piste hier ist. Also das war nicht so einfach. Also es ist eine lustige Charity, die Leute haben ja Spaß, man betätigt sich sportlich. Und der Vorteil ist ganz einfach auch, man tut Gutes dabei. Und das mit Spaß, mit Sport, mit Spaß, Herz, was willst du mehr? Ja, also Skifahren auf den Herr Hills hier in Wien, das ist wirklich das Leibendste, was es gibt. Man ist schnell da, man kann mit der U-Bahn herfahren, mit dem Bus. Und was gibt Schöneres, als wenn man zwischendurch in einer Großstadt für 2 Stunden ausbrechen kann in den Winter? Nachdem alle Promis unbeschadet ins Ziel gekommen sind, wurde im Festzelt zu heißen Rhythmen abgetanzt, in der Hoffnung, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, wir haben es geschafft, heuer wieder 20.000 Euro für einen Charity-Fonds zu sammeln. Gratulation!